Hallo, liebe Eltern und liebe Lehrer und liebe Schüler vor allen Dingen. Es wird Zeit, die Schule zu digitalisieren. Und ich versuche euch jetzt mal einfach eine Videokonferenzlösung zu zeigen, die datenschutzrechtlich mäßig so einigermaßen auf dem Stand ist, dass man sie nutzen kann. Ist das nicht toll? Das Ganze nennt sich Jitsi. Ich habe hier mal im Hintergrund schon sowas aufgemacht. Ihr seht hier eine Webseite meet.techkids.org. Das ist, ich glaube, eine Schüler-AG oder sowas, was daraus entstanden ist, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein Schulprojekt. Und die betreiben auch einen Jitsi-Server. Jitsi ist eine Open-Source-Software. Da kann man das, was man wie bei WhatsApp so eine Videotelefonie mitmacht, das kann man da einfach gestalten. Ihr bekommt auf jeden Fall von eurem Lehrer einen Link, der in etwa so wie hier meet.techkids.org enthalten könnte. Und ich zeige euch jetzt gleich mal parallel, wie das funktionieren soll. Und zwar ist es so, dass ihr mit dem Laptop oder mit dem Tablet oder mit dem PC zum Beispiel auf die Webseite gehen könnt. Und dann könnt ihr einfach hier, wo das so läuft mit dem Texten, den Raum angeben, den ihr da eintragen sollt. Zum Beispiel habe ich gerade schon mal einen Test gemacht. Das gebe ich einfach so ein. Dann sage ich hier los und jetzt betrete ich den Raum Test. Sollte ein Passwort vorliegen, würde das jetzt hier abgefragt werden. Okay, soweit so gut. Das Ganze geht auch noch auf dem Smartphone. Ich habe jetzt hier ein Android-Handy dabei. Wenn ich da die Meet-Software aufmache, wie man eine Software installiert, eine App habt ihr bestimmt schon mal gemacht, das brauche ich nicht erklären. Was aber hier wichtig ist, wenn ihr jetzt einfach nur den Raum dort eingebt, dann landet ihr auf dem offiziellen Meet-Server. Da sind sehr, sehr, sehr viele Chaträume zurzeit im Betrieb. Ihr könnt über dieses Hamburger-Menü auf Einstellungen kommen. Ihr könnt hier einen Namen angeben, das ist immer zur Identifikation nicht so schlecht. Eine E-Mail muss nicht angegeben werden. Und dann gebt ihr hier bei Server-URL die Adresse von dem Server an, mit dem ihr euch verbinden möchtet. Hier in meinem Fall ist es meet.techkids.org, genauso wie ihr es gesehen habt. Bitte nur org-Schrägstrich machen, sonst nichts. Danach könnt ihr über den Pfeil wieder zurückgehen. Und dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, einen Raum einzugeben und dann zu sagen, ich hätte gerne den Raum Test. So, wenn ich den jetzt betrete, passiert Folgendes. Auf einmal sind hier zwei im Chat. So, jetzt muss ich mit dem Mikrofon aufpassen. Zack, Mikrofon aus. Mein Gesicht mal eben zur Seite ziehen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das hier ist mein Handy. Könnt ihr sehen? Da. Und das hier werde ich auch noch mal freischalten können, im Laptop. Da, so. Hat ein bisschen gedauert. Ihr seht, das ist komisch, ne? Ihr seht mich einmal hier mit dem Handy und da seht ihr mich mit dem anderen. Jetzt mache ich hier natürlich auch mal das Mikrofon eben aus. So. Ihr könnt das Handy auch so rumdrehen. Dann passiert nämlich das hier. Habt ihr gesehen, was passiert ist auf dem anderen Bildschirm? Ja. Wenn ich Hochkant mache, kennt ihr, zack, ist es ein Hochkant-Video. Guck, guck. Und wenn ich es runterdrehe, dann ist es natürlich ganz normal ein anderes Video. Also es funktioniert auf jeden Fall ziemlich einfach. Und das Einzige, was ich euch noch vielleicht technisch erklären möchte, sind die drei wichtigsten Button, die ihr unten am Videorand seht. Auch beim Handy, auch beim Tablet, ist egal, ob Android oder iPhone. Die Software sieht auf beiden ähnlich aus. Die Knöpfe natürlich von der Farbe her ein bisschen anders. Und dann sieht das so aus, dass ihr hier einmal unten links, danke Feuerwehr, dass ihr unten links neben dem roten Button, rot ist Auflegen, kennt ihr vom Telefon, aber das daneben ist ein Mikrofonzeichen. Wenn die Leute also sagen, dann heißt es, die hören euch nicht, dann habt ihr das Mikrofon ausgeschaltet. Ein Mikrofon ist das Minimalste, was ihr braucht, weil ihr sonst nicht reden könnt. Wenn ihr nur zuhören wollt, das würde gehen, kein Thema, kann man machen. Seid ihr bald fertig mit Feuer löschen? Ja. Und das Mikrofon kann man also ein- und ausschalten. Was ganz wichtig ist, wenn ganz viele Menschen in so einem Chatraum drin sind, dann macht es keinen Sinn, wenn alle gleichzeitig sich unterhalten wollen. Deswegen ist immer die erste Regel, wer nicht spricht, der macht sein Mikrofon aus. Einfach mit der Maus oder mit dem Finger auf den Button klicken und dann ist das Ding aus. Ja, das ist so durchgestrichen. Wenn es an ist, dann ist es weiß. Andersrum geht es natürlich mit der Kamera. Man muss keine Kamera haben, um hier mitmachen zu können. Ist aber extrem cool. Also das müsst ihr wissen, was ihr mit der Kamera macht oder nicht. Versucht es einfach mal. Kamera an, Kamera aus. Ist das gleiche wie beim Mikrofon. Und zu guter Letzt machen wir Feierabend. Ist Schluss belustig. Steigen wir wieder aus dem Video und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier ist der rote Button.